Weil wenn ich keinen Bock auf Feedback hätte, dann würde ich, weiß nicht, Scripted Reality im Privatfernsehen machen. Da ist ja, interessiert sich auch niemand wirklich, was die Zuschauer denken. Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Dice-Schnittbunker. Immer wieder werde ich tatsächlich von euch gefragt oder von Leuten da draußen in den Kommentaren: Sag mal, Dennis, warum wiederholst du eigentlich so viel? In jeder Sendung von Dice wiederholst du immer: was ist denn überhaupt dieses Tabletop am Anfang? Das nervt ja total. Hey, wir sind über YouTube, das brauchst du nicht machen. Aber ich werde auch ganz oft gefragt: Sag mal, warum wiederholst du denn immer wieder Maltechniken? Wenn du deine Bemaltutorials hast, warum werden die Maltechniken von dir immer wiederholt? Und vor allem, warum wiederholst du jedes Mal, dass es diese Maltechniken gibt? Das wissen wir ja nur mittlerweile. Und das Schöne ist, diese Fragen kann ich beantworten durch andere Fragen. Und zwar auch von euch, beziehungsweise auch von allen Leuten in der Community. Und zwar, viele wissen es tatsächlich gar nicht, weil der YouTube-Kanal von Dice ist im letzten Jahr enorm gewachsen. Und es sind eine ganze Menge Leute dazugekommen, die jetzt nicht von Rocket Beans TV kommen, sondern die Dice so im Internet gefunden haben und sich wahrscheinlich auch nicht jedes Video von mir angucken, sondern nur gezielt. Und daher wissen die meisten gar nicht, dass Dice kein normaler YouTube-Kanal an sich ist, sondern Dice ist eigentlich eine Fernsehsendung auf Rocket Beans TV. Also, den könnt ihr euch anschauen auf rocketbeans.tv. Das ist Deutschlands erster 24-Stunden-Nerd-TV-Sender tatsächlich. Dort läuft eine halbe Stunde Dice jede Woche, jeden Sonntag um 18 Uhr. Und am Dienstag, das seht ihr nämlich, wenn ihr zum Beispiel mal durch meine Videos guckt, seht ihr, dass jeden Dienstag, während der Produktionszeit, eine Sendung hochgeladen wird mit so einer großen Zahl. Aktuell ist es die 76. Da steht immer Dice, die Tabletop-Sendung auf Rocket Beans TV, Folge so und so. Das sind nämlich die eigentlichen Sendungen und das ist eigentlich das Eigentliche, was Dice ist. Alle anderen Videos, die ich hier auf YouTube hochlade, wie zum Beispiel jetzt diese Vlog und so, sind tatsächlich nur Bonuskram für den YouTube-Content, für euch, die mich abonniert haben und gerne auch mal reinschauen. Und aufgrund der Tatsache, dass viele hier, die meine Videos auf dem Kanal schauen, nicht wissen, dass es eine Sendung gibt, die jede Woche kommt, wo der eigentliche Input herkommt. Und die Sendung auf einem Sender läuft, der kein Tabletop-Sender ist, sondern als Zuschauer Leute hat oder zum Großteil Leute hat, für die Tabletop gar kein Begriff ist, die aber verwandte Themen interessieren, wie Videospiele zum Beispiel oder Rollenspiele. Aufgrund dieser Tatsachen muss ich tatsächlich immer wieder Sachen wiederholen, weil, wenn es im Fernsehen läuft, wir wissen ganz genau, man kann mal durchseppen, man kann mal irgendwie was anderes reinschalten, man weiß nicht, was es ist, man kommt auf irgendetwas. Und deswegen muss das dann natürlich auch logischerweise immer wieder erklärt werden, weil im Fernsehen normalerweise hat man ja wenig, zumindest da hat man wenig Stammzuschauer wie bei YouTube. Deswegen werde ich mich auch weiterhin daran halten, dass ich Sachen immer wiederholen werde, weil ich einfach so ein diverses Publikum mittlerweile erreicht habe und ich das total geil finde. Weil ich halt viele, viele Leute erreiche, die noch nie Berührung mit Tabletop hatten oder eingestiegen sind in die ganze Geschichte und ich das toll finde, Anfängern und Einsteigern unser Hobby zu zeigen, wie cool das ist. Ich bin, und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt bei meinen Bemaltutorials, ich weiß ganz genau, dass ich jetzt nicht der Profi-Bemaler bin. Natürlich gab es da von euch auch tatsächlich noch gar keine Kritik diesbezüglich, aber mir ist es schon bewusst, dass es sehr, sehr viele gute Maler da draußen gibt, an die ich bei weitem nicht rankomme und wohl auch niemals rankommen werde, was sowohl an meinen Skills liegt, aber auch ja, an Grund der Zeit, die ich halt reinstecken kann. Dennoch mache ich diese Tutorials, weil ich hauptsächlich Einsteigern helfen möchte. Ich möchte Einsteigern helfen, in das Hobby reinzukommen, damit sie didaktisch lernen. Weil wenn man anfängt, Miniaturen zu bemalen, und mittlerweile gibt es ja heute zum Glück dank des Internets unfassbar viele Tutorials für alles drum und dran, kann man schon mal, wenn man nicht so richtig drin in der Materie ist, den Überblick verlieren. Und manchmal ist man vielleicht auch schneller irgendwie abgeschreckt als motiviert, weil man dann meistens Tutorials bekommt, die richtig für Profis ausgelegt sind und richtig krasse, supergeile Figuren darstellen, die man aber niemals am Anfang hinkriegen kann. Aufgrund der Skills, aufgrund der Übung, aufgrund der Farben, aufgrund der Erfahrung kann man das am Anfang gar nicht. Und ich wollte im Endeffekt so ein bisschen die Lücke schließen und wirklich für Einsteiger die ganze Geschichte machen. Und wenn dann meine Tutorials langweilig werden, ey, da draußen gibt es ganz, ganz viele andere Tutorials. Ich gucke mir total gerne auch Tutorials an und natürlich lerne ich immer noch ein paar Sachen mehr dazu und ich experimentiere auch viel. Und da sind wir nämlich auch bei diesen, eigentlich mein Hauptpunkt, weshalb ich jetzt so einen langen Bogen gemacht habe, aber was ich eigentlich euch erzählen möchte. Ich bekomme auch da wieder ganz viele Anfragen von euch bei den Bemaltutorials. Ey, bemal doch mal die oder bemal doch mal das oder bemal doch mal das. Also ich glaube, wenn ich all den Antworten bzw. all den Anfragen nachkomme,
kommen würde, dann würde ich nichts anderes bringen, als jede Woche einen anderen Space Marine in einer anderen Farbe zu bemalen oder jede Art von Space Marine in jeder anderen Ordensfarbe jede Woche. Das würde mich unfassbar langweilen, aber ich glaube, ich würde Klicks absahen ohne Ende und ihr wäret alle glücklich oder viele werden sehr, sehr glücklich werden, weil tatsächlich solche Anfragen kommen. Und da muss ich aber auch sofort sagen, nein, das werde ich nicht machen. A, weil ich auch gar keine, weder die Lust habe, immer das Gleiche zu malen, noch habe ich auch gar keine Lust, Geld für etwas auszugeben, wo ich dann gar keinen Spaß dran habe, sondern es geht hauptsächlich darum, dass die Tutorials, also beziehungsweise kommt es hauptsächlich darauf an, wie man Tutorials, finde ich, nutzen sollte. Es ist sehr gut, wenn man Tutorials, wenn man am Anfang ist, vielleicht Tutorials wirklich mal nachmalt. Das habe ich am Anfang auch gerne gemacht, gerade wenn es so um neue Effekte oder so weiter geht, die gerne nachmalen. Aber ich halte tatsächlich wenig vom sklavischen sich an die Anleitung halten und nicht eine Transferleistung zu vollbringen. Damals schon zu Magabotato-Zeiten und jetzt auch kriege ich manchmal auch Nachrichten, Mails, wo es heißt, ja, schade, hier die Figur habe ich auch, hätte ich jetzt gerne gemalt, aber ich hätte sie gerne in anderen Farben gehabt, wie du sie bemalt hast. Deswegen hilft mir das Tutorial gar nicht. Das klingt jetzt zwar komisch, aber es ist tatsächlich so, dass einige Leute einige Leute offensichtlich eine direkte Anleitung für ihre Farben brauchen. Weshalb ich oft gebeten wurde, hier den Necron, den hast du toll bemalt, mal den nochmal in einer anderen Farbe an, weil das ist mein Farbmuster, damit ich weiß, wie ich das bemalen soll. Und da würde ich tatsächlich einfach mal die Leute bitten, also sowohl als auch die Profis, also Profis, aber es gibt schon Fortgeschrittene, die es machen, es gibt aber auch viele Anfänger, die das machen. Und wie gesagt, Tutorials sind immer super und ich mache gerne Tutorials, aber ich versuche mit meinen Tutorials immer ein bisschen mehr rüberzubringen, als malt sklavisch nach. Malt das nach, was ich da mache und macht nichts anderes. Ich weiß, es gibt einige Tutorials und Tutorial-Serien, die basieren darauf, dass man es exakt immer nur so nachmalt, ohne irgendwie eine Transferleistung zu überbringen oder das auf andere Figuren zu übertragen, das Farbmuster. Oder die gleiche Figur mit einer anderen Farbe malt, aber trotzdem mit der gleichen Technik. Da gibt es einige von tatsächlich. Und ich setze diesen Ansatz tatsächlich nicht an. Und da möchte ich euch bitten, meine Tutorials auch wirklich als so etwas zu sehen. Also ich bin und ich werde auch keine Tutorials machen, die für jeden Space Marine da draußen, für jeden Orden eine eigene Bemalanleitung liefert oder für jede einzelne Figur aus dem Infinity-Universum. Bei mir lernt ihr und seht in den Tutorials meistens Techniken. Also hauptsächlich Maltechniken oder Ideen, wie man verschiedene Farben wie miteinander benutzen kann, wie sie aufeinander einwirken und wie sie auf den Modellen, die ich gerade bemale, irgendwie aussehen. Ich versuche ja auch immer jedes Mal, wenn ich ein anderes Modell bemale, immer irgendwas anderes mit reinzubringen, weil sonst könnte ich immer das Gleiche machen. Ich versuche immer hier und da mal ein bisschen was anderes zu machen, damit ihr natürlich auch was davon lernt. Und mir ist es ganz wichtig, dass ihr da draußen diese Ideen aufgreift. Ihr könnt sie natürlich gerne nachmalen, aber ihr hauptsächlich wisst, dass, okay, so funktioniert das und diese Technik übertragt auf andere Figuren. Wenn ihr zum Beispiel das Trockenbürsten nehmt, ich habe Fell trockengebürstet in einem Video und ihr sagt, naja, das Fell in Grau ist ja kacke, ich habe braunes Fell. Ja, dann nehmt eine andere Figur, die ihr braun malen wollt und tauscht das Grau gegen Braun aus. Und ihr werdet sehen, das funktioniert fast einwandfrei. Oder wenn ich mit Lasuren arbeite und irgendwelche Sachen lasiere in Grün, das könnt ihr genauso gut auch in Blau und Lila machen. Das ist natürlich wichtig, dass ihr euch, dass ihr die Technik dahinter versteht. Das ist ja so, als wenn man, keine Ahnung, als ob man anfängt zu programmieren, aber die ganze Zeit nur Skripte kopiert. Dann lernt ihr auch, dass es Programmieren wirklich gar nicht ist. Es ist, finde ich, wichtig für alle, die da draußen einsteigen und wirklich Bock haben, ein gewisses Niveau zu erreichen und auch schnell und vor allem auch Spaß daran zu haben, dass die ganze Technik dahinter verstanden wird und man nicht einfach nur mal nach Zahlen macht. Und diese Technik muss man ein bisschen verinnerlicht haben und dann läuft das auch alles ganz automatisch und dann hat man viel Spaß und dann experimentiert man auch selber. Ihr müsst also wirklich sehr viel mehr experimentieren und ich hoffe, dass meine Tutorials auch, euch auch dazu bringen, experimentierfreudiger zu werden und selbst Ideen zu entwickeln. Also meine Tutorials sollen eigentlich immer nur Anstöße geben, so könnte man es machen, aber versucht erstmal auch mal auf andere Figuren zu übertragen. Und ich finde, das ist enorm wichtig.
Und genauso ist es auch mit den Farben, die ich erwähne. Natürlich erwähne ich mittlerweile die Farben. Ich habe früher tatsächlich immer nur gesagt, jetzt nimmt den Blau, jetzt nimmt den Türkis, jetzt nimmt den Schwarz, jetzt nimmt den Grün. Und ganz, ganz viele Anfragen von euch kamen dann immer, ja, welche Farben benutzt du denn? Habe ich am Anfang gedacht, so, irgendwie ist ja blödsinnig, weil dann sagen Leute, nö, kann ich nicht nachmalen, weil du hast hier Farben von Vallejo benutzt. Ich benutze aber nur Army Painter, deswegen male ich, kann ich das Tutorial nicht nachmalen, obwohl die oft die gleichen Farben haben. Nein, ich habe es tatsächlich dann aber irgendwann doch gemacht, weil vielleicht jemand wirklich Interesse an gewissen Eigenschaften hat, die diese Farben, die ich nutze, halt innehaben. Und daher, auch wenn ich die Farben erwähne, die ich benutze, möchte ich euch bitten, euch nicht sklavisch einmal an diese Farben zu halten oder daran zu denken, dass ihr das nur mit diesen Farben von diesem Hersteller machen könnt. Jeder Farbhersteller da draußen hat seine ganz eigenen Vor- und Nachteile und da müsst ihr tatsächlich ein bisschen experimentieren und ich würde jedem empfehlen, sich nicht auf eine Marke nur einzuschießen, sondern hier und da gerne mal andere Marken ausprobieren und damit zu experimentieren und irgendwann herauszufinden, dass diese Farben vielleicht für diese Art von Malen besser sind. Diese Farben für diese Art von Malen oder diese Farben sind schön matt, die mag ich für was ganz anderes. Und außerdem haben viele Hersteller in ihren Farbranges Farben, die sehr ähnlich oder ähnlich funktionieren wie Farben von anderen Herstellern. Das heißt, auch nicht sklavisch an die Farben halten. Versucht einfach nur das, was ich in diesen Tutorials mache, zu übertragen mit den Farbpaletten, die ihr habt, die ihr benutzt, mit den auf die Figuren, die ihr habt und ihr benutzt und mit den Techniken zu arbeiten. Und da kann ich euch tatsächlich als große Hilfe, und nein, ich kriege kein Geld dafür, als große Hilfe eine App empfehlen, die kostet, ich weiß nicht, 4 € oder so, ist aber in meinen Augen komplett jeden Cent wert. Die nennt sich Paint Rack. Habe ich jetzt für Android geholt. Ich weiß gar nicht, ob es die auch für iPhone gibt. Aber für Android gibt es die auf jeden Fall. Das ist Paint Rack. Damit könnt ihr nicht nur eure Sammlung an Farben archivieren und immer gucken, okay, wie viel habe ich? Da muss ich mal irgendwas Neues machen, damit ihr eine Übersicht habt. Viel wichtiger ist tatsächlich, dass ihr die Farben, die ihr nutzt, ihr könnt die auswählen in der Vollversion und dann könnt ihr euch anzeigen lassen, welche Farben von anderen Herstellern damit matchen, welche am ähnlichsten sind. Plus die Farben abweichen, die immer links und rechts daneben drin, am nächsten dran sind. Außerdem hilft dieses Programm enorm bei der Farbgestaltung. Man versucht hier immer bei der Farbgestaltung, bei der Farbtheorie, immer entweder Farben in einer ähnlichen Farbrichtung zu machen, mit Hell-Dunkel-Kontrasten vielleicht. Vielleicht möchte man aber auch Komplementärfarben haben. Vielleicht möchte man aber auch gewisse so ein Farbdreieck im Endeffekt nutzen. Und lustigerweise ist genau das, dabei hilft tatsächlich diese Firma. Wenn ich jetzt sage, ey, ich habe so Bock mit meinem Rot möchte ich jetzt meine Armee bemalen. So, welche Farben könnte ich noch passend dazu machen? Ich habe keine Idee. Dann wählt man halt diese Farbe, die man drin hat in dem Programm, in diesem Paint Rack, wählt man halt aus. Und dann zeigt er, okay, die Farben sind ähnlich, die Farben sind die Komplementärfarben und diese Farben sind die Triad-Farben. Außerdem kann man dann durchscrollen, welcher Hersteller dann ebenfalls dazu passt. Und das ist total super. Und solche Sachen lege ich euch immer gerne ans Herz. Das ist eine super tolle Idee, das nutze ich auch total gerne. Und im Endeffekt möchte ich damit nur sagen, meine Tutorials sind Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist kein Vorwurf, gar nichts. Das ist nur vielleicht so ein kleiner Anreiz, dass ihr mit meinen Tutorials viel mehr anfangen könnt, wenn ihr euch davon frei macht, dass mein Tutorial nur für diese Figur mit dieser Technik, mit diesen Farben benutzt werden kann. Oder auch die Tutorials von anderen Leuten. Weil zieht euch die Technik raus, kannibalisiert das. Zieht die Technik für euch raus und probiert das auf andere Sachen und werdet dann besser als ich. Das ist das Schöne und das wollen wir doch im Endeffekt haben. Und es würde mich freuen, wenn ihr mir tatsächlich Fotos zum Beispiel mal zuschicken würdet mit Figuren, die ihr bemalt habt, die ihr mit Techniken angesetzt habt, die ich aber bei anderen Figuren mal bemalt habe. So, und wenn ihr, ich kriege auch immer ganz oft Fragen tatsächlich, Dennis, hast du schon mal sowas bemalt? Hast du schon mal diese Technik gemacht? Und lustigerweise in 80% der Fällen kommt oft ein Ja und die Leute wissen nicht, warum und wie. Deswegen gebe ich mal einen ganz großen Tipp. Wenn ihr meine YouTube-Startseite geöffnet habt, also ihr könnt hier bei YouTube eine Suche machen, ihr könnt aber auch, wenn ihr auf einem Kanal, auf einem YouTube-Kanal seid, gibt es eine kleine Lupe. Wenn ihr dort draufklickt und dort einen Suchbegriff eingebt, wird nur innerhalb dieses Kanals nach Videos gesucht. Das heißt, ihr bleibt auf diesem Kanal und sucht innerhalb des Kanals nach Videos, die damit verschlagwortet sind. Und ich glaube, dass ich meine Videos, vor allem die Tutorials, so gut verschlagwortet habe, dass wenn ich ein Thema drin hatte, ihr das damit definitiv auch finden werdet. Also empfehle ich euch, durchsucht meinen Kanal mal. Geht auf meinen Kanal, durchsucht, geht mal mit dieser Lupe, sucht mal nach Schlagwörtern oder guckt mal unter den hochgeladenen Videos oder auch unter den Playlists, weil ich ja auch versuche, euch das ein bisschen einfacher zu machen, indem ich themenähnliche und relevante Sachen in Playlists zusammenfasse. Das
Guckt da aber mal rauf, guckt auf die Playlist, guckt euch da mal um. Und ich glaube, in den meisten Fällen hilft euch das schon enorm. Und ihr müsst da nicht tippen. Wobei es hier nicht heißt, dass ich keine Nachrichten von euch bekomme. Deswegen mache ich ja auch hier YouTube mit euch. Weil wenn ich keinen Bock auf Feedback hätte, dann würde ich, weiß nicht, Scripted Reality im Privatfernsehen machen. Da ist ja, interessiert sich auch niemand wirklich, was die Zuschauer denken. Gut, kleiner Scherz beiseite, aber nein, natürlich möchte ich Feedback bekommen. Natürlich möchte ich mich mit euch auseinandersetzen. Natürlich bin ich immer super froh, wenn ich euch helfen kann. Also stellt mir immer noch gerne Fragen. Aber sucht vorher einfach gerne mal, weil die meisten Fragen beantworten sich dadurch. Und dann muss ich das nicht raussuchen und euch einen Link schicken. Und dann fragt ihr das nächste Mal und dann denke ich, oh, das Video ist ja direkt daneben. Weil ich habe ja auch so wenig Zeit und müsste nicht... Es liegt ja nicht daran, dass ich euch nicht antworten will. Es liegt aber daran, dass ich momentan wirklich nur dazu komme, einmal im Monat fast Nachrichten zu lesen, die von euch ankommen, und habe da auch ein ganz schlechtes Gewissen. Und ihr solltet nicht so lange warten. So, jetzt habe ich total viel geredet. So viel habe ich geredet und ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen abgeschwurft. Abgeschweift heißt das, ne? Ich weiß nicht, ich bin abgeschwurft. Ich bin da ganz gut drauf. Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Ich muss heute nämlich noch die Sendung für Sonntag fertig kriegen. Und ich brauche Koffein. Ja, meine Kinder. So, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch sowieso die Hilfen geholfen haben, die ich jetzt hier gegeben habe, und dann schreibt mir noch einen Kommentar. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das mit den Tutorials seht. Wollt ihr mehr, dass ich mehr direkt sklavische Anleitungen mache? Das heißt, oh ja, ich soll zuerst einen Blood Angel anmalen, danach soll ich einen Ultramarine anmalen, danach soll ich einen Dark Angel anmalen. Immer die gleiche Figur mit meinem Farbschema. Oder sagt ihr, naja gut, die Techniken sind schon irgendwie weitaus besser. Gebt mir mal ein paar Infos. Wie wollt ihr die Tutorials haben? Sind sie gut so für euch? Und vor allem, ja, was kann ich besser machen? Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Diskutiert nicht nur mit mir, diskutiert auch untereinander. Lest euch die Kommentare der anderen durch. Und wir sind in der Community, wir möchten diskutieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch ein Abo. Empfehlt mich weiter. Das würde mich ganz groß freuen, damit der Kanal noch weiter wachsen kann, damit ich noch mehr Motivation, Sachen zu machen habe und damit ich nicht so viel rede. So, ich wünsche euch viel Spaß. Aber denkt dran, in den Kommentaren immer nett sein zueinander. Denn sonst gibt es Krav Maga. Kann keiner wollen. So, macht's gut, ich gehe in die Sonne. Ciao.